Sziasztok! Doch heute schaue ich für dich in die Karten. Was fühlt er für dich? Ist da noch eine Anziehungskraft? Ja oder nein? Schließe deine Augen und tauche in der Energie. Jetzt mit deinem Mister hinein. Tauche hinein. Okay. Licht und Tarot. Also Licht und Schatten Tarot. So, was denkt er? Aha, was denkt er in Bezug auf dich? Was denkt er auf Bezug auf dich? Was denkt er, was fühlt er auf Bezug auf dich? Aha, was fühlt er denn? Was fühlt er denn? Wow! Und wie ist die Energie zurzeit? Wie ist die Energie zurzeit? Wie ist die Energie? Also ich sehe jetzt hier, Ass der Kelche ist super. Es sind viele Karten gefallen. Wie es weitergeht, da können wir richtig viel lesen. Heute ist also gar nicht die Neuner Legung, ja? Ist ein bisschen größer. Wow, ja, die Liebenden sind auch dabei. Mega, ja. So, jetzt erzähle ich dir eine Story. Also, es geht hier, also wenn ich das jetzt mir so anschaue, ja, dann geht es hier, wirklich geht es hier, ja, dass hier wirklich Chancen für diese Gefühle da sind. Also er fühlt ganz viel für dich. Also da kannst du schon mal sicher sein. Er fühlt ganz, ganz viel für dich, ja. Also das kannst du schon mal hier glauben. Also auf der Kopfebene sehe ich hier definitiv, dass hier, also auf jeden Fall, dass er wirklich in eine ruhigere Gedanken jetzt geht, also in Bezug auf dich. Er denkt darüber nach, oh, wie das schön sein könnte, wie das ruhiger wäre mit dir. Also es wäre das Gesamte so etwas ruhiger. Also er sieht das auch jetzt hier, dass da auch Chancen wirklich für das Gefühl da sind. Also 9 Kelche, also er fühlt auch ganz viel für dich. Also er kennt auch, dass du auch Gefühle für ihn hast und er denkt darüber nach, das ist eine kleine Pflänzchen, was natürlich noch gedeihen muss, was sich auch weiterentwickeln muss, was sich noch gedeihen muss, dass das hier in der nächsten Ebene auch mit euch gehen kann. Ja, das denkt er denn auch. Was fühlt er denn im Herzen? Ah, das kann ich dir jetzt schon sagen. Also ich sehe jetzt hier die 10 Kelche. Ja, muss ich da noch mehr irgendwie sagen? Ich glaube, ich muss da gar nicht mehr sagen. Denn 10 Kelche sind also auch dieses Nonplusultra. Und ich sehe hier Page der Münzen. Also er muss nur also in seinen Gefühlen die Balance finden. Denn also manchmal überkommen ihm diese Gefühle und manchmal drückt er sie weg. Und von da aus, also da in die optimale Balance zu kommen, ist Ass der Stäbe im Herzen, also im Herzen dieses Ass der Stäbe zu fühlen, also dieses Feuer, diese Leidenschaft, der fühlt das, das sind Chancen, dass der diese Feuer, diese Leidenschaft mit dir wirklich entfachen kann. Oh. Also, du hast es ihm wirklich angetan. Also das sehe ich. Ja, würde denn jetzt wirklich nun mal zurückkehren, ja oder nein? Würde zu dir zurückkommen. So, und du weißt ja auch, dass ich dich auch dabei unterstütze, energetisch, rituell, im Coaching. Also ich habe den schönsten Beruf der Welt, die Berufung. Denn ich helfe euch, also Thema Liebe, bitte dich, das ist das Schönste, was es auf der Welt gibt. Also ich helfe dir, also mit deinem Mister in diese, oh, in dieses Love-Feeling zu kommen. Love-Feeling, ja, oh, meine Stimme wieder. Also ich weiß nicht, was mit meiner Stimme los ist. Ich glaube, ich sprühe mal einen Hut, ein Hut, genau, ich habe nämlich hier ein
Sängeröl, wenn ich viel spreche, ja? Das ist eine zarte, stille Ape. Licolista, jetzt hört ihr, wie zart meine Stimme klingt. Genau. Also, ich sehe hier, wie geht es weiter. Also, weiter geht es mit den 5 Münzen. Also, kehrte zurück, war die Frage. Also, er ist noch hier traurig und er ist noch im Mangel. Wiederum ist hier eine gewisse Energie, die in dieses Feuer, dieses Lodern, diese Funke in ihm, ja? Was hier, also einiges wirklich, der Turm ist immer so ein Cut, ja? Also immer so ein Umbruch. Also, dass er durch diesen Feuer wirklich einen Umbruch hat. Er hat richtig einen Umbruch. Und durch diesen Umbruch, ja, denkt er auch ganz anders nach. Also kann sein, durch diesen Umbruch, dass es ganz spontan kommt vom Kopf her. Ja? Und also du ziehst ihn magisch an. Du ziehst ihn magisch in dein Leben. Also die Liebenden. Ja, die Liebenden sind da. Und er, auch wenn er noch nicht so fertig ist, er traut sich über diesen Seil zu dir, also mit den Schwertenergie. Er kommt zu dir und die 5 Kelche symbolisieren, bevor der alles komplett verloren hat. Also ich sehe jetzt hier, bevor der alles verloren hat, kommt hier der Narr. Der Narr symbolisiert hier, dass er also ganz spontan handeln wird und er manifestiert sich das. Hast du schon davon gehört, also von der Manifestation, er manifestiert sich das, also mit Thema Liebe mit dir. Ja, wie manifestierte sich das? Jetzt klären wir mit dem Rekaskat, ja, das liebt ihr ja auch, ne? Wie manifestierte das? Also, er hat eine Taktik. Also, das kann ich dir jetzt schon sagen. Er hat eine Taktik und zwar einen Schritt vor und dann 2 zurück. Und das ist eine Masche. Und das weiß er also ganz intuitiv. Denn mach dich rar und werd zum Star. Das kennen wir schon. Ja, lass uns nochmal schauen. Warum fühlte sich so dein Mister im Mangel? Also es kränkelt bei ihm der Erfolg. Vielleicht ist er nicht so erfolgreich wie du. Ja. Und das sehe ich jetzt hier, dass es eine Rolle spielen könnte. Ja, warum fühlt er, dass er schon alles verloren hat? Ja, aha, arbeitstechnisch. Wahrscheinlich arbeitstechnisch fühlt er das, dass er alles verloren hat. Ich sehe jetzt hier in der Mitte, die Energie kommt in die Balance zu kommen. Also muss er erstmal ins Gleichgewicht sein. Und zu Hause bei sich selber ankommen. Und das war jetzt heute für dich die Legung, dass er eine extreme Anziehungskraft hat und er wird auf dich zukommen und er manifestiert sich das jetzt. Und wenn du ihn auch in dein Leben ziehen willst und sagst, ja, ich will das in meine Hand nehmen, dann buche dir unbedingt dein Ritual bei mir. Schau einfach im Shop vorbei und finde diese tolle, wunderbare Angebote unter Produkte, aber auch im Shop. Da sind 2 Spalten. Verpasse es bloß nicht. Ich freue mich auf dich und bis bald.